ernsthaft. Von hier unten hat man die beschissenste Aussicht, die man sich auch nur annähernd vorstellen kann. Auf Chan. Okay, das könnt ihr wahrscheinlich einsehen. Hey, hey Chan, sag doch mal, was habe ich erlebt? Erzähl von meinen heroischen Heldentaten und so. Ja, los, mach hinne, erzähl was. Ernsthaft, kannst du das nicht eben bitte selber erzählen? Muss ich das immer für dich machen? Was? Seit wann muss ein Held von seinen eigenen Heldentaten erzählen? Unglaublich. Mein Gott, bist du faul geworden. Scheiß Vollzeit-YouTuber. Sackfalte. Naja, okay. Bleibt mir ja nichts anderes übrig. Irgendwie muss ich euch ja erklären, warum ich jetzt in dieser Box hier sitze. Warte, wie fange ich denn am besten an? Ja, es war ein heroischer Tag. Ich glaube, gestern oder so. Und ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ich war unter Vollnarkose. Und ja, ich hatte einen riesengroßen Tumor in meinem Körper, den wir in letzter Sekunde... Komm ehrlich, so groß war er nun auch wieder nicht. Und du hast es überlebt. Alles ist gut gelaufen. Nein, der war riesengroß. Und das war ein mega kritischer Eingriff auf Leben und Tod. Das kannst du doch jetzt nicht so runterspielen. Das war fast tödlich. Ich meine, ich wäre fast ums Leben gekommen. Und dann hättest du das bedauert? Ja, du hättest das bedauert. Das weiß ich ganz genau. Und alle anderen auch. Ja, ich bin auch froh, dass wir dich noch haben. Mach dir keine Sorgen. Und ich glaube, die ganzen Leute da sind auch froh, dass wir dich noch haben. Ja, dann ist ja gut. So, und jetzt verlange ich, dass ich das beste Essen kriege, was du in einem Tierladen kaufen kannst. Damit das klar ist. Und viel frisches Obst und Gemüse. Ja, das habe ich mir sowas von verdient. Ich meine, ich sitze ja nicht umsonst jetzt für ein paar Tage in diesem blöden Wäschekorb fest. Mann, Gott. Nur weil du zu faul bist, ein riesengroßes Gehege extra nur für mich zu kaufen, damit ich da ein paar Tage drin übernachten kann. Blöder Wäschekorb. Egal. Wenigstens sind die Handtücher schön kuschelig. Jetzt wisst ihr, warum ich so ein bisschen benommen bin und in einem Wäschekorb lebe. Aber im Endeffekt, es hätte schlimmer kommen können. Mir geht es unglaublich gut und wir machen jetzt weiter. Hast du ihnen schon die Narbe gezeigt? Hey, hey du Pappnase, komm mal her und zeig die Narbe. Das ist voll gigantisch. Ja, los, komm hier hin, du sagst. Ja, komm, ich zeig's ihnen eben. Welche Bewegung. Hier, guckt euch dieses Monsterding an. Die haben mich halb aufgeschnitten. Ist ein Wunder, dass ich alles überlebt habe. Ja. Ja, so, guckt es euch... Okay, gut, das ist genug geguckt. Dann würde ich sagen, ja, jetzt wisst ihr, was los ist und jetzt verlange ich ein paar Glückwünsche von euch. Los und gute Besserung und so ein Zeug. Mir geht zwar nicht gut, aber eine Sache ist wenigstens ganz gut gelaufen, denn ich sehe nicht so bescheuert aus wie der Mikado momentan. Ich krieg mich nicht mehr ein. Oh Gott, du siehst so bescheuert aus. Du kratzt dich nicht mehr. So, bis dann. Tschüss. Trottel.